Leerer Warteraum in der Zahnarztpraxis Dr. Wunden in Hillesheim. Die Patienten bleiben in diesen Tagen aus. Nicht etwa aus Angst vor dem Zahnarzt, nein, vielmehr aus Angst, sich irgendwo in der Praxis das Coronavirus einzufangen. Dabei wird auf die Einhaltung der Hygiene nirgendwo mehr geachtet als in einer Zahnarztpraxis. Nach jeder Behandlung wird das medizinische Besteck und die Bereiche, mit denen Patienten in Kontakt kommen können, gesäubert und desinfiziert. Es wird nach jedem Patienten in der Zahnarztpraxis immer alles desinfiziert an Oberflächen, weil wir sind gewohnt, mit Aerosolen zu arbeiten, die die ganzen Flächen natürlich benetzen nach jedem Patienten. Das heißt, das haben wir immer schon gemacht, alle Zahnarztpraxen, dass da sehr, sehr gut gewischt wird. Wir legen jetzt natürlich noch ein bisschen mehr Wert auf diese Hygiene. Das heißt, es wird jetzt nach jedem Patienten noch die Türklinken abgeputzt. Das haben wir früher natürlich so exzessiv nicht gemacht. Da haben wir das vielleicht ein paar Mal am Tag gemacht. Jetzt machen wir nach jedem Patienten die Türklinken zum Zimmer sauber und schauen, ob wir vielleicht die Fläche, die wir wischen, noch ein bisschen vergrößern. Aber prinzipiell in der Zahnarztpraxis ist es schon sehr, 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 sehr sauber. Auch bei der Terminvergabe achtet man darauf, dass sich möglichst keine Patienten innerhalb der Praxis begegnen. Hierauf achtet auch Sandra Wölver, die Behandlungstermine für die Patienten vergibt und koordiniert. Ja, also wir achten darauf, dass die Patienten sich, wie gesagt, nicht begegnen. Das heißt, Patienten werden an der Tür begrüßt und die Patienten warten im Auto, bis ihr Termin dann beginnt. Auch hier mit der Terminvergabe, die Termine werden im Zimmer gemacht in der Regel, sodass sich hier möglichst keine Patienten aufhalten. Genau wie überall herrscht auch bei Dr. Simone Wunden ein Mangel an geeignetem Mundschutz. Ein Unding. Denn immerhin ist sie als Zahnärztin während der Behandlung ganz nah am Patienten dran und begibt sich jedes Mal in größte Infektionsgefahr. Umso wichtiger sind Mundschutz, Kittel und Schutzbrille. Aber auch hier zeigt sich die Hillesheimer Zahnärztin innovativ und stellt sich jetzt geeigneten Schutz selbst her. Und zwar mit Hilfe eines 3D-Druckers. Also was wir jetzt ganz neu haben, ist ein 3D-Drucker, den haben wir letzte Woche bekommen. Den habe ich jetzt nicht für die Corona-Situation gekauft, sondern den brauchen wir. Wir machen durchsichtige Zahnkorrektur mit so Schienen und da drucken wir die Modelle hier selber. Also das wird quasi abdruckfrei gemacht und dann können wir hier die Modelle drucken. Und jetzt wird der halt in Zeiten der Corona-Sache missbraucht quasi, um diese Schutzschilde herzustellen, weil gekauft kriegt man die fast gar nicht mehr. Und wir wollen sie jetzt auch nicht den Einrichtungen wegnehmen, die sie ja noch dringender brauchen als wir. Und deshalb machen wir die selber. Der Schutz für sich selbst ist durch diese zugegeben ungewöhnliche, aber wirksame Schutzmaßnahme gesichert, wie die Zahnärztin bei der Behandlung einer Patientin sichtbar demonstriert. Und nach der Behandlung wird, wie immer, sorgfältig gereinigt und desinfiziert. Zum Schluss noch die Empfehlung der Zahnärztin an die Patienten, die eine Behandlung bereits begonnen haben, jetzt aber unsicher sind, ob sie die Behandlung zu Ende führen sollen. Manche Behandlungen kann man ohne weiteres ein bisschen nach hinten schieben und bei anderen Behandlungen ist es schon, ja, nicht gefährlich, aber man kann halt Schmerzen bekommen oder man kann den Zahn halt hinterher wirklich verlieren und deshalb macht es halt schon Sinn, mal mit der Praxis zu sprechen zumindest. Wie sieht das aus? Was hat mein Zahn jetzt genau? Wie lange kann ich warten? Welches Risiko ist, wenn ich warte? Das würde ich auf jeden Fall empfehlen.